Sonos 5 oder Era 300? Sie kosten fast dasselbe, also wo ist der Unterschied? Der neue Era 300 ist für Spatial Audio gedacht, also Musik in 3D mit Dolby Atmos Tonspuren. Außerdem kann man ihn als Premium Rear Speaker fürs Sonos Heimkino Set benutzen. Dann landet man aber bei einem echt heftigen Gesamtpreis. Der 5 hingegen ist ein Lautsprecher zum eher klassischen Musikhören und funktioniert somit natürlich am besten als Stereopaar. Und was man nicht vergessen darf, der 5 kam vor ungefähr 3 Jahren auf den Markt. Deswegen hat er noch einen Klinke-Eingang, aber eben keinen Sprachassistenten. Der Era 300 hat Sprachassistenten und USB-C. Außerdem neu in 2023 bei Sonos Lautsprechern, er hat Bluetooth. Daher